Ja, also hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich bin gerade absolut gar nicht gut drauf, aber ich mache trotzdem die Videos, weil, ja, ich möchte es einfach machen und versuche ich halt mich irgendwie. Nach durch die Videos geht es mir dann eh wieder besser. Ich muss jetzt erstmal wieder runterkommen. Ja, rede ich nicht mehr darüber. So, also heute zweite Bundesliga. Was war die? Warte mal. Ich habe es gerade vergessen. Also, Bewertung zum letzten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Das ist auf jeden Fall ganz interessant abgelaufen und ich würde sagen, beginne ich doch direkt mal mit einem Spiel, was nicht so interessant war, nämlich VfL Bochum gegen Jahn Regensburg. Kann ich nicht viel sagen. Ich glaube, Regensburg hat die Führung gemacht, Bochum den Ausgleich. War ein Spiel um die goldene Ananas. Naja, wenn es die mal als Meisterschaftstrophäe gäbe, statt dieser Felge da, statt dieser Meisterschale. Wäre doch mal cool, eine goldene Ananas als Trophäe. Nun ja. Also Regensburg am Ende Platz 5, Bochum auf Platz 6. Können beide mit der Saison zufrieden sein. Mehr sag ich auch zu diesem Spiel nicht mehr. Bielefeld Sandhausen, ein 0-0. Wie gesagt, auch ein Spiel, wo es um nichts mehr ging. Bielefeld am Ende Platz 4 gesichert. Können auf jeden Fall mit dieser Saison mehr als zufrieden sein. Und ja, Sandhausen eigentlich auch. Hatten ziemlich große Probleme in der Saison gegen Ende, aber war eigentlich ganz klar, dass sie es schaffen. Gab es noch ein Spiel, wo es um nichts mehr ging? Genau, der erste FC Kaiserslautern, der hat in Ingolstadt 1:3 gewonnen. Habe ich dann doch sehr überrascht, weil ich habe eigentlich gedacht, schon Ingolstadt wird da sich gut verabschieden wollen von den eigenen Fans. Kaiserslautern hat es gemacht und somit haben sie die letzten Punkte in dieser Saison geholt. 35 Punkte am Ende, steigen sie ab in die dritte Liga mit 2 Siegen in Folge. Na, da kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Mal sehen, wie es dann in der nächsten Saison läuft. Und von Ingolstadt bin ich sehr enttäuscht. Platz 9 am Ende der Saison. Vor der Saison habe ich so auf Platz 8 oder so eingeschätzt. Also gar nicht mal so schlecht. Da haben einige Ingolstädter Fans geschrieben, ob ich ein Problem mit denen hätte. Weil Ingolstadt will klar wieder aufsteigen. Habe ich gesagt, nee, ich sehe den Kader jetzt eher nicht so stark an. Und dann haben die gesagt, bist du bescheuert? Wir haben den besten Kader ever. Wir werden direkt wieder aufsteigen. Tja. Ich habe sie so auf Platz 8 geschätzt, am Ende haben sie es natürlich nicht geschafft, also ich habe doch recht gehabt. Nun ja. Viele haben aber gesagt, dass Ingolstadt aufsteigt direkt wieder. Nun ja. Duisburg gegen St. Pauli, aber diese Saison hat auch sehr viele Überraschungen gehabt. Duisburg am Ende Siebter geworden. Hätte ich nicht gedacht, dass St. Pauli am Ende der Saison noch verliert. St. Pauli am Ende der Saison nur Zwölfter. Duisburg als Aufsteiger können sie hochzufrieden sein mit dieser Saison. Am Ende doch einen Sieg für die Zebras geholt, also. Mega, mega gut. Die Duisburger können stolz auf die Saison sein. Und ja, mal sehen, wie es nächste Saison dann weitergeht. Jetzt kommen wir allerdings zum Abstiegskampf. Und das ist verdammt spannend gewesen. Wir beginnen mal mit dem Abstiegskampf. Oder mit der Meisterschaft. Ach komm, machen wir erstmal die Meisterschaft. Also, Nürnberg-Düsseldorf. Düsseldorf hat die Meisterschaft geholt, wie ich es gesagt habe. Ich habe hier 1:2 für Düsseldorf getippt. Wisst ihr was? Ich tue das mal, glaube ich, so einstellen, wie ich getippt habe, oder? Ja. Egal. So, Nürnberg hat 2:0 geführt. Habe ich echt schon geglaubt, die Meisterschaft ist durch für den Glub. Aber Düsseldorf hat sich da echt reingekämpft, reingesteigert, hat es dann am Ende noch gepackt. Freut mich für Düsseldorf. Am Ende hat es die Fortuna das allererste Mal geschafft, Zweitligameister zu werden. Und habe ich auch gesagt, dass sie es schaffen werden. Haben es sich von der Saison her auch ein bisschen mehr verdient, finde ich, weil sie standen als erstes als Aufsteiger fest, dann sollen sie auch Zweitligameister werden. Nun ja, Nürnberg hat sich das noch verspielt, aber war jetzt auch nicht so schlimm, der Aufstieg steht über allem beim Club und. Ja, aber trotzdem, 2:0 hat Nürnberg geführt und dann Düsseldorf mit so einer Aufholjagd. Peter Funkel hat auch gesagt, das war eine unglaubliche Aufholjagd von seiner Mannschaft. Also, mega, Düsseldorf am Ende Zweitligameister. Dann kommen wir jetzt zum harten, harten Abstiegskampf und beginnen mit Darmstadt 98 gegen Erzgebirge Aue. Was war hier mein Tipp? Ich glaube, ich habe 1:0 für Darmstadt getippt. Am Ende haben sie sogar 1:0 gewonnen, aber ich muss jetzt mal neutral sehen. Natürlich habe ich mich für Darmstadt gefreut. Natürlich war ich für Darmstadt und habe gehofft, dass Aue verliert und direkt absteigt. Aber gut, ist nicht passiert. Aue in der Relegation. So habe ich ja auch, glaube ich, getippt, dass Aue in die Relegation muss. So, allerdings waren das ziemlich viele strittige Schiedsrichterentscheidungen. Sören Storks, was der alles zusammengepfiffen hat, er hat ein Tor aberkannt, ein reguläres, weil der Ball war hinter der Linie.
Was war dann noch? Ein Elfmeter wurde nicht gegeben für Aue oder sowas. Und naja, also ziemlich starke Benachteiligung für die Auer. Viele Aue-Fans haben mir auch geschrieben, ey, der Schiedsrichter war gekauft, da kannst du nichts anderes sagen. Das sag ich nicht. Es handelt sich um Tatsachenentscheidungen, auch wenn so viele Fehler gemacht werden. Das kann ja mal passieren, mein Gott. Also bitte, Aue, jetzt akzeptiert das. Und tut nicht Einspruch erheben und sowas sagen, der Schiedsrichter ist gekauft und so weiter. Nein, das wird jetzt eh nicht mehr geändert. Darmstadt hat gewonnen, fertig, aus. Am Ende Platz 10, besser als die Saison war. Und Aue auf dem Relegationsplatz. Ich kann die Wut der Auer verstehen, aber man muss da sich jetzt nicht so dagegen auflehnen. Man spielt Relegation gegen Karlsruhe und ja, muss man jetzt halt akzeptieren. Geht nicht anders. So, Heidenheim gegen Greuther Fürth. Ja. Greuther Fürth hat 1-0 geführt. Hätte ich nicht gedacht, dass Greuther Fürth die Klasse hält. Ich habe echt geglaubt, Greuther Fürth steigt ab. Also, der Erstligadino ist abgestiegen. Der Drittligadino, Erfurt. Und der Erstligadino ist der HSV, muss ich glaube ich nicht sagen. Der Zweitligadino, Greuther Fürth, hält sich in der zweiten Liga. Das ist eigentlich der Dino, von dem ich jetzt am wenigsten erwartet habe. Ja. Also, HSV habe ich eher geglaubt. So, haben 0-1 geführt. Und dann hat Heidenheim kurz vor Ende den Ausgleich gemacht und dann wurde es nochmal eng. Aber, naja, ist dann nichts mehr passiert. Greuther Fürth hält die Klasse. Mit Platz 15 bis 18, die sind nicht im Profitopf. Also Greuther Fürth muss nächste Saison gegen einen großen Verein im DFB-Pokal ran. Vielleicht gegen die Bayern. Haben sie wohl nichts dagegen, ne? Dass sie mal nicht im Profitopf stehen. Genauso wie Aue, Braunschweig und Kaiserslautern, die alle gegen größere Mannschaften ran dürfen, weil sie jetzt unter Amateure gelten. So, auf jeden Fall, Greuther Fürth hat das sehr gut gemacht, kämpferisch, mit Leidenschaft überzeugt. Julian Green, die Leihgabe vom VfB Stuttgart, hat auch getroffen. Richtig geiles Spiel von Greuther Fürth. Das Kleeblatt hat's geschafft und das freut mich sehr. Heidenheim hat auch eine sehr gute Moral gezeigt. Am Ende auch verdient den Klassenerhalt geschafft. Vor allem, am Ende haben sie noch den Ausgleich gemacht und dann hat Greuther Fürth nochmal zittern müssen. Aber am Ende sind beide glücklich. So, und weiter geht's. Wo war ich stehen geblieben? Jetzt habe ich mir gerade nochmal... Ach, weiter geht's. Wir machen weiter mit Dynamo Dresden gegen Union Berlin. Union Berlin hat 1-0 gewonnen. Und nochmal weiter. Dynamo Dresden hat 0-1 verloren. Union hat das auch sehr gut durchgezogen. Am Ende Platz 8 erreicht der Tabelle. Dynamo Dresden hat zu schlecht gespielt. Und am Ende mussten sie verdient nochmal zittern. Haben es am Ende trotzdem gepackt. Auf Platz 14. Ja, Dynamo Dresden. Vor der Saison habe ich sie auch auf Platz 14, glaube ich, eingeschätzt. Viele Dynamo-Fans haben dann auch gesagt, ey, also als ob Dynamo Dresden so weit unten steht. Wir haben eine Top-Mannschaft, wir packen wieder die Top 10 oder so. Nee, ihr wart im Abstiegskampf und das auch zurecht. Dynamo Dresden, ähnlich so mein Verein mit der ganzen Pyro, mit der ganzen Hooligans und keine Ahnung, was da noch alles ist. Rechtsradikale Anhänger, naja. Dynamo Dresden hat es am Ende gepackt. Union hat allerdings verdient gewonnen. Also Dynamo Dresden hat sehr wenig nach vorne gemacht, wenn ich das mal aus den Zusammenfassungen so sehe. Wirklich sehr schlecht gespielt und ja, trotzdem die Klassen halt am Ende gepackt. So, kommen wir zum letzten Spiel. Dann wären wir auch schon durch. Ich bin absolut nicht motiviert. Ach. Die Schule halt, die macht mich total emotional einfach nur noch kaputt. Und warum ich überhaupt noch die Videos mache, ich weiß auch nicht. Aber ich versuche wirklich mein Bestes, eine gute Laune vorzuspielen, dass irgendwie die Videos gut werden. Ihr müsst es einfach verstehen, ich bin einfach am Ende. Also, ich bin froh, dass endlich mal Ferien sind. So, meine Klassenkameraden wissen das eh schon. So, weiter geht's. Also, Kiel gegen Braunschweig. Und Braunschweig, zu diesem Verein muss ich eh noch etwas sagen. Ich mag diesen Verein sehr, aber ich muss da noch ein Real Talk-Video machen. Also, Kiel hat 6-2 gewonnen. Da muss ich allerdings sagen, Braunschweig hat sehr, sehr gut gespielt. 0-1 geführt, dann das 1-1 kassiert, 1-2 wieder geführt, 2-2 kassiert, 3-2 kassiert, 4-2, 5-2, 6-2. Viele sagen, Braunschweig hat das, was sie gespielt haben, hat nichts mit Fußball zu tun. Hallo, ich muss eins sagen. Braunschweig hat sehr gut Fußball gespielt, hat wirklich gekämpft, hat wirklich Moral gezeigt. Die wollten es unbedingt haben, den Klassenerhalt. Doch Kiel,
sag mal so, es war eine BL von Kiel und die war hungrig. Hungrige Kieler auf dem Weg zum Sieg und die haben top gespielt. Die haben die Braunschweiger auseinandergewirbelt und das kommt dabei rum, wenn zum Beispiel Bayern gegen Kaiserslautern spielt. Da geht's auch erstmal ein paar Dinger rein, auch wenn es die BL ist. Ne, es ist einfach so. Gut, Bayern hat. Lass mal das. Also Braunschweig hat wirklich gut gekämpft. Und ja, finde ich schon sehr schade. Am Ende hat ja Aue. Also am Ende hat ja Greuther Fürth unentschieden gespielt. Das heißt, Braunschweig muss direkt absteigen auf Platz 17. Echt schade. Und da sieht man mal wieder, was diese Ver. Ihr wisst, was ich sagen will. Diese verdammte Relegation, sagen wir es so. Ja, was die auslösen kann. Das ist unfassbar. Braunschweig, letzte Saison gegen Wolfsburg gescheitert. Und in der Relegation. Wären sie Vierter nur geworden statt Dritter. Also hätten sie nicht Relegation spielen müssen. Wäre Union in der Relegation gelandet, dann wären die vielleicht direkt abgestiegen. Und Braunschweig wäre so auf Platz 5 gelandet, Platz 8. Ne, die Relegation macht emotional einen Verein kaputt. Und liebe Kieler, ich sage euch eins, ihr solltet aufsteigen gegen Wolfsburg, sonst könntet ihr auch nächste Saison im Abstiegskampf stecken. Ne? Ne, das ist wirklich so. Und ja, was soll ich dazu sagen? Am Ende die Tabelle. Versuche das jetzt mal ein bisschen kürzer zu halten. Düsseldorf am Ende Zweitligameister, Glückwunsch daran. Haben auch eine Top-Offensive, naja, Top-Offensive nicht. Also Kiel hat eine Top-Offensive. Platz 3 am Ende, 71 Tore gemacht. Richtig, richtig toll. Tolle, beste Offensive der Liga. Auch ohne diese 6 Tore, die sie gemacht haben, wäre es die beste Offensive gewesen. Nürnberg am Ende auch aufgestiegen, 60 Punkte. Bielefeld, tolle Saison, auch wenn sie 8 Punkte am Ende Rückstand auf Holstein Kiel den dritten haben. Jan Regensburg als Aufsteiger haben sie wirklich sehr toll gekämpft. Vor der Saison hätte ich sie dann nicht erwartet, aber ich werde da eh noch was dazu sagen in einem anderen Video. Darmstadt am Ende auf der 10, deutlich besser als die Saison war. Aber nun ja, Sandhausen auf der 11. Ja, Abstiegskampf, Platz 15 für Greuther Fürth, ganz, ganz viel Glück gehabt. Aue muss in die Relegation gegen Karlsruhe. Braunschweig und Kaiserslautern steigen direkt ab. Ja, das war meine Bewertung zum letzten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Und ja, bis zum nächsten Mal und tschüss.